So, ganz herzlich willkommen alle Teilnehmer zu unserem heutigen Live-Webinar zur neuen MacEye Deep Kamera. Momentan sind noch einige im Wartebereich an Teilnehmern, die jetzt noch mit dazukommen. Warten jetzt noch eine Minute, bevor wir gleich losstarten, bis alle mit dabei sind. So, ich glaube, die meisten sind mit da drin. Dann kommen noch ein paar dazu. Genau, dann sage ich auch zu den neu mit dazugekommenen Teilnehmern herzliches Willkommen von meiner Seite. Mein Name ist Florin Wahl. Ich bin zuständig für digitales Marketing bei Macman Robotics und bin heute euer Moderator und leite ein bisschen durch das Gespräch. Die meisten Teilnehmer sind jetzt mittlerweile hier im Webinar schon eingeloggt. Genau. Wir machen gleich eine kurze Vorstellungsrunde. Noch ein paar Hinweise zum technischen Funktionen von Webinar über Teams. Und dann starten wir gleich. Das Ganze ist angelegt auf ungefähr eine halbe Stunde. Aber zur Agenda sage ich gleich noch was. Genau, ganz wichtig, das Webinar wird aufgezeichnet. Wir schicken im Nachgang, wenn es nicht sogar von Teams automatisch verteilt wird, die Aufzeichnung auch nochmal per E-Mail an alle, die sich angemeldet haben. Und darüber sind ja dann auch die Fragen und so weiter abgedeckt. Genau, ganz wichtig, wenn Fragen zum Produkt oder zur Anwendung und so weiter schon während des Webinars auftauchen, gerne über die Chat-Funktion reinschreiben. Wir sammeln am Schluss alle Fragen und versuchen so gut wie möglich alles zu beantworten, was der Reihe nach reinkommt. Wenn jetzt irgendwie am Schluss noch Fragen offen bleiben, werden wir uns im Nachgang dran machen und die Teilnehmer dann einzeln anschreiben, beziehungsweise versuchen, da die Fragen noch zu beantworten. Genau, zusätzlich werden wir auch das Datenblatt im Nachgang nochmal rumschicken. Wenn noch weitere Fragen ansonsten im Nachgang auftauchen, gerne einfach über das Kontaktformular auf unserer Webseite dann eine Frage reinschicken. Genau. Kurz zur Agenda heute. Wir werden uns am Anfang ein bisschen damit beschäftigen, mit der Branche Logistik und beziehungsweise was das Thema Automatisierung in der Logistikbranche bewegt, beziehungsweise wo die großen Herausforderungen liegen und wie 3D Vision dieses Innovationsfeld Logistik umkrempelt. Und werden da ein bisschen zu den Anwendungsgebieten der Kamera diskutieren. Die Anwendungsgebiete werden wir dann einmal noch genauer anschauen und auch ein paar Beispiele zeigen. Und danach werden wir dann auf die Zahlen, Daten, Fakten eingehen, gucken, was ist an der MacEye Deep neu und vor allem, was ist besser. Und was, glaube ich, für viele Teilnehmer auch spannend ist, werden wir ein paar Punktwolken anschauen. Und der wichtigste Teil vom Webinar ist eigentlich der Q&A-Part. Also für Fragen und Antworten stehen wir dann ungefähr um 20 nach 11 dann für Sie zur Verfügung. Wenn vorher schon Fragen auftauchen, gerne reinschreiben im Chat, im Idealfall aber dann eben zum Ende hin. Dann haben wir es schön übersichtlich. Ich bin heute nicht alleine mit dabei. Ich freue mich ganz besonders, dass wir heute Marcel und Leon mit dabei haben, zwei Arbeitskollegen von mir. Und Marcel, stell dich doch einmal kurz dem Publikum vor, was deine Rolle bei MacMind ist und welchen Teil du heute übernimmst. Ja, sehr gerne. Also ich bin Marcel Appheiden. Ich bin als Vertriebsingenieur jetzt seit etwa 2,5 Jahren bei der Firma MacMind beschäftigt und ich kümmere mich mit einem Kollegen zusammen hauptsächlich so um den norddeutschen Bereich. Genau, und dort betreue ich eben Kunden in Norddeutschland und eben auch Projekte, größere Projekte. Super, vielen Dank, Leon. Jawohl, hallo Einmal zu dir. zusammen. Mein Name ist Leon Berten. Ich bin seit etwa 2 Jahren bei MacMind Robotics dabei im Bereich Anwendungsingenieurwesen und ich bin zuständig für den Teil Machbarkeiten, Schulungen sowohl als auch Inbetriebnahmen beim Kunden vor Ort und ich übernehme heute den technischen Teil des Webinars. Wunderbar. Dann haben wir, glaube ich, jetzt mittlerweile alle Teilnehmer im Webinar drin.
und würden einmal reinstarten in den Anwendungsteil, nämlich die Einsatzgebiete der Kamera. Wofür wurde die Kamera eigentlich genau entwickelt? Was ist der Hintergrund und wo sehen wir die Haupteinsatzzwecke der MacEye Deep Kamera? Bevor wir da jetzt direkt in die industriespezifischen Aspekte reinstarten, würde ich einmal an Marcel übergeben. Und Marcel, könntest du einmal unseren Teilnehmern kurz eine Einordnung geben, wo die MacEye Deep Kamera im Produktportfolio von MacMind einzuordnen ist, dass wir da einmal eine Einschätzung haben, wie in welchem Bereich sie unterwegs ist, genau. Ja, klar. Also ich zeige das dir direkt einmal auf der Folie, wo wir da jetzt quasi angesiedelt sind in unserem Produktportfolio. Genau. Also wir haben mittlerweile einige Kameras am Markt. Hier ist aber eine Auswahl gezeigt. Also es gibt immer noch so ein paar Untergruppen jedes einzelnen Modells. Aber grob kann man sagen, ganz links, das ist die Nano, das ist so das kleinste Modell, was wir aktuell haben. Bisher war so die Laser L und die Pro L war so das, mal so an dem rechten Bereich hier quasi angesiedelt mit der großen Sichtfeldern und großen Arbeitsabständen. Und jetzt hinzu kam jetzt noch die Deep, die das quasi nach hinten noch weiter aufbaut, das Ganze. Das heißt, wir haben jetzt hier wirklich ein großes Arbeitsfeld von 3,50 Meter mal 2,80 Meter, können zum Beispiel Palettenhöhen bis zu 2,30 Meter erkennen. Also wir haben quasi unser Produktportfolio nach hinten hinaus vergrößert, erweitert bezüglich größeren Sichtfeldes, aber auch dennoch noch eine gute Auflösung. Aber da gehen wir dann später nochmal drauf ein. Super, vielen Dank, Marcel. Jetzt vielleicht einmal noch die Flughöhe nochmal nach oben schrauben. In was für Herausforderungen bewegen wir uns im Logistikbereich und was war eigentlich so der Hintergrund für die Entwicklung von der MacEye Deep? Ja, das ist eine gute Frage. Aber der Bereich Logistik hat natürlich so ein paar Herausforderungen, was Automatisierung angeht. Also aktuell passiert noch wirklich viel manuell durch Mitarbeiter. Das heißt, Pakete, unterschiedliche Kartons, Verpackungen werden manuell zum Beispiel aus Gitterboxen gepackt. Natürlich nicht ohne Grund, weil es ziemlich schwierig ist, das Ganze zu automatisieren. Also man hat einfach wenig standardisierte Verpackungen. Man hat eine hohe Vielfalt an verschiedenen Kartons und Paketen. Forminstabile Sachen, Verpackungen sind halt auch immer ein großes Thema, sei es Beuteltüten oder irgendwas Folienverpacktes. Das ist natürlich immer etwas, was ja, mit klassischer Automatisierung schwer zu automatisieren ist. Und mit klassisch meine ich zum Beispiel mit einem Roboter von Punkt A nach Punkt B und alles in festen Positionen. Funktioniert vielleicht für eine Kartongröße, aber es wird schon schwierig, wenn ich mehrere Kartongrößen habe. Das ist natürlich immer ein so ein Punkt, was eine große Herausforderung in der Logistik darstellt. Also die große Vielzahl an Verpackungen. Als nächstes ist eigentlich Kostendruck und Personalmangel zu nennen. Also trotz dieser Schwierigkeiten ist man eigentlich, man hat eigentlich keine Wahl als Unternehmer, man muss in Richtung Automatisierung gehen. Einfach um dem Personalmangel entgegenzuwirken und natürlich dann auch den Wettbewerbsdruck irgendwie standzuhalten, was Kosten, Effizienz angeht. Also der Kostendruck ist natürlich ein wichtiger Punkt. Und zu guter Letzt, was es natürlich wirklich sehr, sehr schwierig macht, ist, dass das System muss flexibel sein. Das ist vielleicht der Vorteil an Mitarbeitern. Ich kann sie, wenn ich genug habe, kann ich sie flexibel einsetzen. Das heißt, wenn ich mal irgendwie eine Marketingaktion fahre und habe dann irgendwie ein erhöhtes Bestellaufkommen mit der Folge eines höheren Bedarfs an meine Logistikinfrastruktur, kann ich mehr Mitarbeiter einstellen. Dementsprechend gut muss aber auch eine automatisierte Lösung ja, flexibel sein auf meine Anforderungen. Und da sehen wir eigentlich keine Möglichkeit mit der klassischen Automatisierung, sondern ja eben es gibt keinen Weg daran vorbei, wirklich ein Vision-System das Ganze aufzubauen. Und da ist eben unsere Deep die perfekte Wahl für solche Anwendungen. Super, vielen Dank für deine Einschätzung dazu. So, als nächsten Punkt könntest du da vielleicht ein bisschen noch drauf eingehen, für welche Anwendungen speziell, also gerade welche Applikationen die MacEye Deep entwickelt wurde und danach können wir dann noch ein paar Videos zeigen. Genau, ich habe noch ein paar Videos mitgebracht, da können wir gleich mal reinschauen. Aber also die Entwicklung der Deep ist eigentlich angestoßen worden durch ja, Anfragen aus Kundenbereichen eben in der Logistik. Eben große Arbeitsbereiche, große Sichtfelder, die relevant sind, aber dennoch noch eine gute Genauigkeit.
Das heißt also, genau da sind unsere Anwendungen, in der Logistik, da wo Paletten, also wir können sogar mit einer Aufnahme zwei Paletten gleichzeitig erkennen. Das passt noch ins Arbeitsvolumen rein. Wir haben eine gute Auflösung, was relevant ist, wenn wir Richtung Deep Learning das Ganze auswerten wollen, was die unterschiedlichen Verpackungsarten in der Regel auch erforderlich machen. Also man kann da nicht so ein klassisches Model Matching machen, sondern man muss schon in der Regel mit Deep Learning arbeiten und dafür brauche ich halt die geeigneten Daten. Und die kann ich eben perfekt aus der Deep herausbekommen. Ja, dann klassisch zu nennen, Palettieren, Depalettieren von unterschiedlichen Verpackungsarten, Mixed Depalletizing, was dann auch mit unserer Software möglich ist in Zusammenarbeit mit der Deep, Karton, Säcke, Fässer, also wirklich alles, was ein bisschen mehr Volumen hat, aber zum Teil eben dennoch eine hohe Auflösung erfordert, einfach um eben Deep Learning Netze sinnvoll verwenden zu können. Dafür ist genau die Deep gebaut und entwickelt worden. Super. Dann starten wir mal zu den Videos, die vielleicht mal einen kleinen Eindruck geben können, in welchen Anwendungen, um welche Anwendungen es geht und einfach ein paar Beispiele, damit das Ganze ein bisschen plastischer wird. Genau. Also hier sieht man jetzt mal ein. Ich hoffe, dass es einigermaßen ruckelfrei rüberkommt. Wir haben es ziemlich klein gerechnet von der Auflösung. Genau. Was hier ganz spannend ist, hier hängt die Kamera. Man sieht es leider nicht, aber sie hängt hier unter der Decke an einer Linearachse. Und hier ist es natürlich dann ideal, dass wir das Volumen und das Gewicht der Kamera noch weiter reduzieren konnten. Das heißt, wir müssen jetzt weniger Masse quasi an der Linearachse bewegen, was natürlich ideal ist, was Beschleunigung und sowas angeht. Genau, das heißt, hier kann die Kamera zwischen diesen verschiedenen Stationen hin und her fahren, entsprechende Aufnahme machen, sodass es wirklich sehr effizient genutzt werden kann. In diesem Aufbau wirklich nur mit einer Kamera. So eine klassische Palettier- und Depalettier-Aufgabe. In diesem Video sieht man mal ein Beispiel für forminstabile Säcke, Produkte, Verpackungen. Also in diesem Fall hängt die Kamera, ich hoffe, dass man meine Maus sieht, aber sie hängt hier oben an dem Galgen, auch an einer Linearachse, aber in dieser Aufnahme bewegen wir es jetzt gar nicht. Genau, aber hier werden eben die Säcke, die wirklich mehr oder weniger willkürlich aufeinander liegen, erkannt und durch die hohe Auflösung können wir mit einem Deep Learning Netz das Ganze wirklich separieren und die Greifpunkte ermitteln. Wie scheint das Video jetzt zu hängen? Ja, also bei mir hängt es auch. Aber okay. Vielleicht einmal zurück und wieder vor oder wir starten das nächste. Okay. Ah, okay, jetzt läuft es wieder. Dann habe ich noch ein drittes Video mitgebracht. Genau, hier zeigen wir einmal den Fall. Also das ist jetzt wirklich eine Aufnahme aus, also wir haben einen recht großen Showroom, eine Showhalle in Shanghai. Und das ist eine Aufnahme von einer Anlage dort. Und da zeigen wir eben das Mixed Depalletizing. Also man sieht hier ganz gut die unterschiedlichen Kartons, die sich in Größe, Farbe etc. unterscheiden. Zum Teil stehen sie auch sehr nah beieinander. Da sind wir dann wieder dabei, ja, man kann das vielleicht auch mit Time of Flight lösen, aber wenn sie sehr eng beieinander stehen, da brauche ich schon wieder eine gewisse Auflösung. Und genau dafür ist die Deep halt da. Also wirklich große Sichtfelder, gute Auflösung, um eben auch so eng aneinander stehende Verpackungen unterscheiden zu können. Und in diesem Fall dann eben ja ein Depalletizing, ein Depalettieren von unterschiedlichen Kartons zu machen. Super, vielen Dank für die Videos. Dann sind wir mit dem Anwendungsbereich erstmal soweit durch und würde ich mal an meinen Kollegen Leon übergeben, der uns jetzt zu den Zahlen, Daten, Fakten ein bisschen Einblicke gibt und die MacEye Deep Kamera, die neueste Generation, von technischer Seite einmal vorstellen wird. Sehr gerne. Genau, und zwar die aktuelle Deep Kamera ist um 5%, also hat einen um 5% größeren Sichtbereich. Das heißt, man kann wirklich noch größere Paletten bzw. Größere Stapelhöhen realisieren als mit der vorherigen Generation. Und sie ist tatsächlich die Kamera mit dem größten Sichtbereich bei unserem aktuellen Kamera-Line-Up. Genau, das kann man hier nochmal schön sehen. Also wir haben hier einen Sichtbereich von 3,5 mal 2,8 Meter und wir können hier Stapelhöhen bis 2,3 Meter realisieren. Das heißt, wir brauchen einen Mindestabstand von Chip-Level, also von Kamera, vom Sensor, bis zur obersten Lage der Palette von 1,2 Meter und dann haben wir noch
2,3 Meter Stapelhöhe der Palette. Man kriegt sogar in diesen Sichtbereich 2 Euro Paletten rein. Also das funktioniert auch mit einer Kamera. Genau. Und sie ist 30% schneller als die vorherige Generation. Das heißt, man hat hier kürzere Zykluszeiten und hat dementsprechend auch mehr Durchsatz an Produkten zum Beispiel. Genau. Sie ist 45% leichter. Das heißt, zusätzlich zu dem geringeren Gewicht hat sie auch ein kleineres Kameragehäuse. Das heißt, dadurch ist sie auch mehr prädestiniert, am Roboter verwendet zu werden. Ja, also man kann sie dann sowohl statisch irgendwo an einem Kameragalgen montieren, als auch am Roboter Flansch zum Beispiel oder am Greifer, weil sie einfach weniger Weg aufträgt, auf gut Deutsch gesagt. Das heißt, geringere Kollisionsstrukturen hat und dementsprechend auch am Roboter genutzt werden könnte. Oder man hat einfach flexiblere Einsatzbereiche für die Kamera. Genau. Dann, sie ist 100% besser, was die Umgebungslichtresistenz angeht. Das heißt, man kann sie auch bei dynamischen Nicht-Bedingungen einsetzen. Das heißt, wenn ich zum Beispiel eine Anlage habe, die muss in der Nähe von der Fensterfront sein, dann ist die Deep hier besser geeignet als Kameras, die LED-basiert arbeiten. Also die Deep ist laserbasiert. Deswegen ist sie auch flexibler, was den Einsatzort angeht. Genau. Wir unterstützen bei eigentlich allen unseren Kameras diese Schnittstellen, die Sie hier sehen. Geek eVision, GenICam, C++, C#, ROS und Python. Das heißt, Sie können diese Kamera wirklich standalone verwenden und die Daten über diese Schnittstellen und Protokolle abgreifen. Genau. Das heißt, das bieten wir über ein sogenanntes SDK, also Software Development Kit, an und eine API, also Application Programming Interface. Und das ist sehr flexibel und das sind eigentlich so die gängigsten Industriestandards, um das so zu machen. Genau. Dann haben wir natürlich hier noch ein paar wichtige Randdaten. Also genau, der Arbeitsabstand bei der Kamera hier sollte im Bereich 1,2 bis 3,5 Meter liegen. Und wir haben tatsächlich hier eine Auflösung von um die 3 Megapixel. Das heißt, wir haben ein sehr gutes Tiefenbild und auch das zweite Bild ist eigentlich von der Auflösung her super. Das heißt, damit können wir wirklich, das zeige ich Ihnen im Anschluss, gute Punktwolken bekommen. Und wir haben bei 3 Meter eine Wiederholgenauigkeit in Z von 1 Millimeter und eine VDE-Genauigkeit von 3 mm bei 3 Meter. Also man kann im Prinzip sagen, wenn Sie die Kamera alleine verwenden, dann kann man von einer Genauigkeit von 1 mm bei 3 mm ausgehen. Wenn man die Kamera mit einem, in Anführungszeichen, idealen Roboter verwendet, dann liegt man bei um die 3 mm Genauigkeit bei 3 Metern. Was die Kamera auch mitbringt, ist eine schnelle Aufnahmezeit von bis zu einer halben Sekunde. Dann stehen die Daten bereit. Ob Sie die jetzt über unsere Software abgreifen oder über, wie gesagt, die Schnittstellen, die ich eben angesprochen habe, ist Ihnen überlassen. Genau, und die Abmessungen sind deutlich kleiner als beim Vorgänger und das Gewicht hat sich von knapp über 4 Kilogramm auf 2,4 Kilogramm reduziert. Das heißt, sie könnte auch eher an Roboter Plansche montiert werden oder Greifer, bei denen vorher das Gewicht zu viel war. Genau. Dann hat sie einen roten Laser als Lichtquelle, deswegen auch die verbesserte Umgebungslichtresistenz. Und wir benutzen strukturiertes Licht mit Streifenmuster. Und die Kamera arbeitet binocular, heißt sie hat 2 Tiefenkameras und einen Laser, also den Projektor, verbaut. Auch ein wichtiges Kriterium bei einigen Kunden ist quasi diese IP-Bewertung. Das heißt, die Kamera ist nach IP65 spezifiziert, heißt sie ist spritzwassergeschützt. Ja. Und das sind so die wichtigsten Daten zur Kamera. Dann möchten wir noch ein paar Punktwolken zeigen. Ja. Und zwar nutzen wir dafür in dem Fall unsere eigene Software, MechEye Viewer, um das anzuzeigen. Und wir können auch die Parameter dort einstellen, aber gehen wir einfach mal tiefer drauf ein. Hier sehen wir zum Beispiel ein zweites Bild von einer
Palette mit gemischten Kartons. Ja, Sie sehen auch hier, gibt es Umgebungslicht, was zum Beispiel hier den Überbelichtung am Boden hervorruft. Und wenn wir uns dann mal das Tiefenbild anschauen, ja, dann sehen wir hier quasi auf der linken Seite sehen Sie abhängig von dem Abstand zum Kamerasensor sind jetzt die einzelnen Höhenunterschiede in verschiedenen Farben markiert. Und wenn wir jetzt das uns in der Punktwolke anschauen, dann hier ebenso. Wir können hier sogar auch auf Textur wechseln. Textur unser 2D projiziert auf die Punktwolke. Und was man hier schön sieht, ja, ist wirklich eine Punktwolke, die eigentlich super ausschaut. Ich kann hier auch reinzoomen. Dann sehen Sie hier die einzelnen Pixel der Kartons. Und so ist es im Prinzip möglich, diese Kartons mithilfe der Tiefeninformationen super zu depalettieren. Genau, das wären gemischte Kartons. Dann haben wir noch Säcke. Hier bei diesen Säcken sehen Sie auch, die haben teilweise Reflexionen. Ja, aufgrund der Beschaffenheit des Materials gibt es einfach Reflexionen durch das Licht oder Überbelichtungen hier. Bei dem weißen Sack zum Beispiel sieht man hier schon schön, dass hier gibt es Überbelichtungen im 2D-Bild. Wenn wir uns aber jetzt mal die Punktwolke anschauen, sind diese Informationen eigentlich, oder sagen wir mal, die Überbelichtung sieht man nicht. Das heißt, es gibt überall Informationen, ja. Also ich kann das hier wirklich drehen. Ich sehe hier keine fehlenden Bildbereiche. Also fehlende Bildbereiche stellen sich tatsächlich durch schwarze Bereiche dar. Klar, hier kann die Kamera das nicht sehen, weil im Prinzip die von oben drauf schaut. Also so, genau. Aber man sieht, dass, weil die Deep Laser basiert ist, diese Reflexion aus dem 2D-Bild eine untergeordnete Rolle spielen. Und wir können ja auch nochmal das mit dem 2D-Bild überlagern. Genau. Also, dass man das hier nochmal grafisch schön sieht. Dann haben wir noch Metallbehälter. So, hätte ich jetzt gesagt, runde Metallbehälter. Also das ist auch wieder das 2D-Bild. Und wenn wir uns die zugehörige Punktwolke dazu anschauen, ja, dann sehen wir hier auch, die Behälter sind eigentlich einwandfrei erkannt. Man sieht schön die Umrisse. Sie sind auch eigentlich schön separiert. Wenn man von der Seite schaut, klar, dann fehlen uns die Informationen, aber die Kamera sieht ja, wie gesagt, nur die Informationen von oben drauf. Genau. Eigentlich ist das eine super Punktwolke. Man sieht sogar, dass hier die Deckel nicht ganz plan sind. Ja, die haben hier eine gewisse Traurigkeit. Genau. Dann schauen wir uns noch KLTs an. Kleinladungsträger, schönes deutsches Wort. die werden hier auch gehandelt. Das heißt, wir haben hier quasi die sehr nah zusammenstehen im 2D. Und wenn wir uns die Punktwolke anschauen, ja, dann haben wir hier wirklich einfach schöne Ränder, schöne Konturen, ja. Und man könnte jetzt die aufgrund der Informationen aus dem 2D-Bild hier vereinzeln, da wir schon quasi die Kanten sehen zwischen den einzelnen KLTs. Genau. Dann kann man das hier sich schön anzeigen lassen. Man könnte sogar sowas wie Bin Detection nutzen, indem einfach man die verschiedenen Positionen der KLTs in der Software erkennt. Genau. So viel zu den Punktwolken. Dann super, gebe ich wieder an den Florian. Genau. Dann starten wir jetzt mit mit dem eigentlich wichtigsten Teil des Webinars, wofür wir eigentlich alle da sind, nämlich die Fragen und Antworten. Das heißt, wenn jetzt noch Fragen aufgetaucht sind, beziehungsweise zum Produkt oder zum Anwendungsbereich da sind, gerne in den Chat reinschreiben. Wir gucken, dass wir jetzt in den verbleibenden 5 Minuten so viele Fragen wie möglich noch beantworten. Falls keine Fragen auftauchen, freut uns das natürlich auch, wenn wir alles beantwortet haben. Genau, ansonsten gerne im Nachgang auch noch mal reinschreiben, wenn noch Fragen auftauchen. Der einfachste Weg ist immer direkt über unsere Webseite, über mac-mind.de, das Kontaktformular ausfüllen. Ansonsten, wenn Sie schon im Kontakt mit einem Vertriebskollegen sind von MacMind, gerne den auch nochmal anschreiben. Genau.
So, und da kam eine Frage noch zum Naming von der Kamera, wo der Name herkommt, Deep, ob das mit Deep Learning oder auf der Tiefe zusammenhängt. Da bin ich ehrlich gesagt überfragt, aber Ja, ist. ich kann da, glaube ich, auch nur Mutmaßungen anstellen. Ich glaube, man kann es wahrscheinlich für beides sehen. Also ich glaube eher, das ist aufgrund der Tiefe, weil es einfach so unglaublich hohe Arbeitsabstände ermöglicht. Aber sie ist dann auch, wie ich schon gesagt habe, sehr gut geeignet für Deep Learning-Ansätze. Also ich glaube, das ist so ein Doppelmatch, was das angeht. Kann man beide Gründe haben wahrscheinlich den Namen inspiriert. Dann eine andere Frage war noch, erhält man aus Ihrer Software die Greifpose? Natürlich. Also wir bieten die Software mit Kamera natürlich an. Sie können die Kamera auch standalone erwerben, aber wenn Sie unsere Software dazu nutzen, dann kann man dort natürlich die Säcke oder die Kartons oder die Metallbehälter oder was auch immer Sie haben, erkennen und Greifpunkte definieren oder ausgeben. Sie können auch vorab definieren, wo soll der Greifpunkt auf den Teilen markiert werden. Genau. Super. Genau, dann die nächste Frage war, können bei den KLTs auch die Löcher zum Eintauchen eines Greifers, die in den Rändern eingebettet sind, gut sichtbar gemacht werden mit Genauigkeiten von um die 1 mm? Also bei der Deep ist, wenn wir Richtung Genauigkeit 1 mm gehen, bei Positionierung von Löchern schwierig, weil wir haben große Abstände von bis zu 3,5 Meter von der Kamera bis zum Objekt. Das heißt, dafür ist sie eher nicht geeignet, eher im Bereich Logistik, um etwas zu depalettieren, was keine so hohen Anforderungen an die Genauigkeit hat, wie zum Beispiel die Kartons oder die Säcke. Genau. Aber eine andere Kamera aus dem Portfolio Genau. wäre ja dafür dann deutlich geeigneter, wenn sie zum Beispiel direkt auf dem Roboterflansch montiert ist, oder? Genau, wollte ich jetzt auch noch Natürlich, hinzu. Genau. Ja. Zum Beispiel die Ja. Laser L. Also wir haben welche, die haben dann ein bisschen kleineres Sichtfeld, aber auch noch sehr groß, aber dann halt einen halben Millimeter Auflösung zum Beispiel. Genau. Ich Genau. hoffe, das beantwortet die Frage. Genau. Sind noch weitere Fragen aus dem Publikum da? Noch eine Frage, ist sicherheitstechnisch etwas Besonderes zu beachten? Also es ist tatsächlich so, die Kamera ist über eine 24 Volt Schnittstelle angebunden und über Ethernet, also über TCP/IP mit einem Industrie-PC zum Beispiel. Und genau, die Kamera hat keinerlei Sendefunktionen, außer dass im Prinzip die Daten der Kamera abgegriffen werden. Von sicherheitstechnischer Seite hätte ich gesagt, das ist ein Embedded System. Genau. Ich Das glaube, heißt. bezüglich Laser kam diese Frage auch. Es ist Laser Klasse 2. Von daher ist das Okay. relativ unkritisch. Also wir hatten nochmal Überlegungen, auf 3 oder 3R zu gehen, aber das hat dann immer viele Folgen, was Zulassung und Sicherheitstechnik angeht. Dann wir sind bei der Laser Klasse 2 und das ist alles sehr unkritisch. Ja, Super. genau, richtig. Hopp, dann sind wir relativ pünktlich zum Ende gekommen. Dann bedanke ich mich ganz herzlich für Ihre Teilnahme. Wir haben jetzt noch eine letzte Frage, können wir vielleicht noch reinquetschen. Die Aufnahmezeit klingt gut, aber wie lange dauert der Auswertungszyklus, bis die Ergebnisse zum Roboter übertragen werden? Vielleicht kriegen wir die noch schnell beantwortet, die Frage. Ja, gerne. Also das hängt natürlich davon ab, wie viele, ja, oder was man unter der Kamera hat. Also wenn wir jetzt eine Palette haben mit Kartons, ja, und ich sehe auf der obersten Lage 4 Kartons, dann ja, die Aufnahmezeit, die beträgt unter einer Sekunde. Ich habe natürlich aber die Auswertung mit der Software. Das heißt, wenn wir unsere Software nutzen, also ich kann natürlich nur über unsere Software sprechen, dann wird da 1 bis 2 Sekunden noch draufkommen. Im Logistikbereich tendierend eher zu einer Extrasekunde. Und wenn man das einen Roboter überträgt, muss man natürlich beachten, nimmt man eine SPS dazu oder kommuniziert man direkt mit dem Roboter? Also ich hätte gesagt, so in um die 2 bis 3 Sekunden, je nachdem, wie aufwendig die Bildverarbeitung nach der Datenaufnahme, genau nach der Bildaufnahme ist, können Sie rechnen. Genau. Aber da kann ich noch Super. ergänzen, dass in der Regel macht man ja aber dann die nächste Aufnahme schon, während dann als Beispiel ein Paket irgendwo hingebracht wird. Das heißt also, man kann die Zeit, wo der Roboter am Fahren ist, nutzen für die nächste Bearbeitung der Aufnahme, sodass man Ja, dann korrekt. auch Taktzeitgründe oder Taktzeiten kann man dann schon relativ gering halten, weil man parallel eben arbeiten kann, parallel zur Roboterbewegung.
Super, dann ganz herzlichen Dank, Leon, Marcel, für eure Teilnahme. Ganz herzlichen Dank für Ihre Teilnahme und Ihr Interesse an dem heutigen Webinar. Für uns war es auch ein kleiner Testlauf, ob wir die Webinare in Zukunft öfters machen wollen. Ich glaube, da sind wir heute ganz gut unterwegs. Im Nachgang kommt die Aufzeichnung sowie das Datenblatt schicken wir rum. Und als letzten Punkt heute noch ein kurzer Hinweis. Wenn Sie uns und unsere Produkte mal live erleben wollen, finden Sie uns auf der Automatikermesse in München vom 27. bis zum 30. Juni, ist die Weltleitmesse für Automatisierung. Ich denke, viele von unseren Teilnehmern heute werden sowieso auf dem Event sein. Da freuen wir uns natürlich, wenn Sie am Stand vorbeischauen. Da freuen wir uns, Ihnen das Ganze vielleicht auch nochmal live und in Farbe direkt vor Ort vorzustellen. Ganz herzlichen Dank. Wir verabschieden uns heute. Leon, Marcel, vielen Dank euch auch nochmal für die Unterstützung. Und hiermit sind wir durch und wünschen noch einen schönen Dienstagnachmittag. Ganz herzlichen Dank. Wünsche ich auch. Danke.